Herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Ja, wir sind ausgeruht. Ich nicht. Ich fühle mich immer noch, als ob ich Fieber hätte. Mir geht's sau schlecht gerade, aber er ist ausgeruht. Das muss reichen. Meine Hand, die ganze Zeit am Schmerzen ist, die interessiert mich gerade auch nicht. Die muss jetzt noch das Finale durchhalten. Was, wenn ich erneut versage? Oh Gott. Eine falsche Entscheidung fordert einen hohen Preis. Was auch passiert, wir werden uns dem stellen, bis dass der Tod uns scheidet. Und vergiss nicht, sie hat die falsche Entscheidung getroffen. Also mach dich nicht ständig dafür verantwortlich. Ganz ehrlich, ich mag keine arroganten Frauen. Wieso ist das jetzt noch länger? Ich dachte, wir wären jetzt da. Oh nee, dann kommen noch mehr Gegner. Ach ja. Ich könnte jetzt hier rumphilosophieren und hin und her diskutieren. Das ändert halt eben nichts an der Tatsache, dass jetzt gleich Monster kommen werden. Ich wusste es. Bring noch mehr Freunde mit. Nein, nicht wieder so Driesenvieh. Ich hasse den. Ich glaube, wir haben ihn richtig gemacht. Oh, wollt ihr mich eigentlich verarschen heute? Ihr habt sie irgendwie nicht alle, oder? Fort mit dir! Bin mir gerade nicht sicher, wo der hin ist. Hallo? Schnell! Wie ist das? Och, nee. Wieso kommt der jetzt da? Hallo? Hallo? Nein? Nein? Muss ich denn alles für dich erledigen? Wieso rennt der nicht weg? Mann, so ausweichen. Ja, weich bloß nicht. Nein, jetzt bin ich hier nicht verbuggt. Alter. Ich sehe hier nichts mehr. Bereit für den Einsatz. Oh. Was zur Hölle war das? Aus dieser komischen Vogelscheuchenmutter da hinten, da ist jetzt noch so einer rausgekommen. Aber was ist mit dem ersten passiert? Der ist doch noch gar nicht gestorben. Alter. Und die alle gleichzeitig. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Und wieso haben wir jetzt schon wieder diese dämlichen Wurzeln? Die gehen mir langsam auch auf die Nerven. Och, Mann. Okay. Ziehen wir das erstmal hier weg. Ich weiß zwar nicht, ob uns das irgendwas bringt. Ich kann es auch nicht... Ich kann es nur bis hier ziehen. Ach, da ist ein Auge hinter. War ja wieder klar. Gut. Ein Auge. Da hinten ist noch ein zweites Auge. Da ist das dritte Auge. Haben wir denn nur drei? Ich kümmere mich um die Wurzeln. Sag mir bitte, dass wir nur drei Augen haben. So. Ja, lauf bloß nicht schneller dahin. Oh, deswegen werde ich gut bezahlt. New Eden leidet. Weil du nicht laufen kannst? Meine Freunde, ich habe erschreckende Neuigkeiten. Unter uns wandelt eine Hexe. Ist das nicht so? Deborah Cominius? Legt sie in Ketten. Nein! Nein, das ist nicht wahr! Ich bin keine Hexe! So hat also alles begonnen. Ja,
Mit ganz gewöhnlichem Bösen aus den Herzen furchtsamer Menschen. Tja. Der Weg zum Gemeindezentrum ist geschlossen. Beschluss des Gouverneurs. Der Gouverneur kann nicht mal. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das Spiel nicht gut ausgeht. Also nicht vor dem Kampf selber oder so, das nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es nicht gut ausgeht. Habe ich genug gesammelt? Reicht das aus? Ich meine, die meisten haben wir weggeschickt, ne? Also nicht verbannt, mit anderen Worten. Hallo, kannst du das vielleicht mal machen, wenn ich schon drauf gucke? Was ist, wenn das generell nicht funktioniert? Wenn ich sie gar nicht aufsteigen lassen kann. Sieht das Spiel dies vor oder nicht? Ich stelle mir gerade 1000 Fragen. Diese Fragen machen mich bekloppter, als der Endkampf es vermutlich sowieso schon macht. Oh je. Dann noch die Frage, bringt das überhaupt irgendwas, wenn ich was kaputt mache? Dieses Gericht spricht euch des Teufelswerks schuldig. Im Namen der Gnade Gottes ergeht mein Urteil über die Hexe. Steinfolter. Gesteht und benennt eure Mitschuldigen. Oder sterbt für eure Sünden. Ich habe nichts zu gestehen. Wie konnten sie das zulassen? Keine Menschenseele ist für sie eingestanden. Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Es ist eine Farce. Ja, hat sie nicht ganz unrecht. Jetzt bitte nicht nochmal die Ranken. Äfft euch einfach. Äfft euch einfach. Ich hasse euch. Okay. Ich nehme mal an, hier ist ein Auge. Ja, dahinter ist ein Auge. Da ist ein Auge. Und ich nehme an, vorne irgendwo. Obwohl, der geht dahin. Ich weiß nicht. Das wäre zu weit, wenn ich jetzt hier extra rüberlaufen müsste, oder? Aber ich traue dem Spiel alles zu. Deswegen... Oder sind das nur die beiden Augen? Ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch sein. Okay, das können wir jetzt nicht durchschlagen. Also ich sehe jetzt im Moment tatsächlich nur die beiden Augen. Einmal hier drin. Einmal da. Und sonst sehe ich hier kein weiteres Auge. Wir versuchen es mal. Ich habe keine Ahnung. So stehe ich eigentlich ganz gut. Treffe ich das Ding dann auch? Ist die Frage. Steht, Hexe! So gefällt mir niemand das. Wird okay. Für euch Fürsprache einlegen. Euer Zirkel hat euch verraten. Nennt uns ihre Namen und ihr das werdet dann leben. Ich bin keine Hexe. Das wisst ihr. Ihr alle. Kehrt mir nicht den Rücken. Ihr müsst mich freilassen. Ihr müsst. Spricht denn niemand für mich? Irgendjemand? Bitte helft mir. Helft mir! Ich spüre ihre Qual, ihre zunehmende Angst, ihre finstere Verzweiflung. Sie hat genug gelitten. So wie wir auch. Hm. Ah. Jetzt. Ah, wenn die Wurzeln wechseln, kann ich hochklettern. Okay. Schon sagen, muss doch irgendwo einen Eingang geben hier. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich krache jetzt hier runter. Können wir noch mal zurückgehen? Ich will das alles gar nicht. Ich kann hier gar nicht runtergehen. Das Spiel ist gnädig mit mir. Oder auch nicht, ich muss ganz nach vorne runtergehen. Da. Oh mein Gott. Mein Körper, mein Leib. Wo? Zur Schau gestellt wie eine Trophäe. Eher wie ein Köder. Hm.
Das ist auf jeden Fall aufgeladen. Ist das der Anfang deiner Rückkehr? Ein Paradox? Schlau, wie du es doch liebst, mit der Zeit zu spielen. Ich spiele nicht. Deborah! Wir wissen, was mit dir geschehen ist. Wir wissen, was sie dir angetan haben. Was sie mir angetan haben? Was sie mir antun! Ich leide immer noch darunter. Wir sind nicht hier, um dir weh zu tun. Du hast meinen Körper. Und ich will ihn zurück, das ist alles. Hilf uns. Denn wir können dir helfen. Nein, könnt ihr nicht. Doch, können wir, können wir. Oh, nicht schon wieder. Dein Versagen ist bereits besiegt. Ich hasse das, wenn man hier nicht ausweichen kann. Mann. Weich wieder nicht aus. Warum sollte man auch ausweichen, wenn so ein Geist direkt vor einem ist? So leichtgläubig. Dieses Mal werde ich dich nicht verschonen. Season. War so schwach. Eigentlich macht sie so stark Schaden, ne? Aber sie ist so schwach. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Du sollst ausweichen, Mann.
bist ich. Und doch stellst du dich mir entgegen. Sie haben uns ermordet. Dafür müssen sie büßen. Nein, sie verdienen unseren Zorn nicht. Nicht diese beiden. Alle verdienen unseren Zorn. Sie haben uns den Atem abgeschnürt. Du weißt das. Du wolltest es so. Jetzt nicht mehr. Es ist vorbei. Wir haben dich vernommen. Die Wahrheit kam ans Licht. Nein! Komm zurück! Nähre dich am Leid, am Verrat, am Hass! Ich kann nicht. Es schmerzt. Werde Zeug meines Sohns! Nein, nicht nochmal. Voll getroffen und die hat wirklich nichts abgezogen bekommen. Das ist ja abartig. Sie suchen nach einem Monster. Du darfst ihnen keines geben. Niemand hat sich Du darfst ihnen keines geben. Warum kann ich die beiden nicht aufladen, Mann? Also nicht gemeinsam. Sie haben uns den Rücken gekehrt. Ja, das haben sie. Aber für was soll das alles? Erinnere dich an die Agonie. Den Schrecken. Ich brauche deine Wut hat mich herbeigerufen. Oh.
dein Ernst jetzt? Unschuldig. Der Fluch ist gebrochen. Ja. Der Schmerz kann jetzt sofort enden. Die Stunde der Rechenschaft ist da. Erspare mir dein Mitleid. Es kommt viel zu spät. Wer bist du? Ich bin die Vergeltung. Ein Wort, eine Idee. Aber wer bist du? Ich bin ihre Wut. Jetzt nicht mehr. Ich bin ihr Albtraum! Warst du? Ihr glaubt, ihr hättet gewonnen. Aber so einfach ist das nicht. Denn ich werde euch im Traum heilen. Ist es endlich vorbei? Ja. Wenn ihr das wollt. Seid ihr sicher? Mein Tod lastet in eurer Hand. Der letzte Stein, der auf meinen geschundenen Körper gelegt wurde. Es tut mir so leid. Wirst du gehen? Bist du bereit? Ich habe so lang verweilt. Wohin soll ich nun gehen? Ich weiß es nicht. An einen besseren Ort, denke ich. Einen stillen Ort. Still klingt gut. Deborah Comenius, Worte können euer Leid kaum wiedergeben. Und selbst wenn sie es könnten, würde ich schweigen. Euch ist genug Unrecht widerfahren. Eure Geschichte ist erzählt, und dafür danken wir euch. Ihr wurdet gehört und dürft nun gehen.
Ich bin bei dir. Ja, bist du. Meine Zeit ist gekommen. Ich muss gehen. Das war mein Versprechen an dich. Wir haben hier viel Gutes bewirkt. Mein Tod war nicht umsonst. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Lass dir alle Zeit der Welt. Ich liebe dich, Rory McGrath. Die Jahre, die ich an deiner Seite verbringen durfte, haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Du hast mir beigebracht zu überleben. Du hast mir beigebracht zu leben. Danke. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Leb wohl, meine Liebste. Tod den Toten. Das Leben gehört den Lebenden. Wenn Trauer eine Odyssee durch die Hölle ist, dann ist das scheinbare Ende erst der Anfang. New Eden hat sich nie davon erholt und Red viele Jahre ebenso wenig. Aber nach einer Weile verblich der Schmerz über Antheas Tod und nur die bittersüße Erinnerung an ihre Liebe blieb. Und wer weiß, vielleicht wird ein legendärer, grauhaariger Schotte in vielen Jahren seinen Kindern und vielen Lehrlingen eine Geschichte erzählen. Die Geschichte über seine geliebte Antea, wie sie lebte und starb und wie sie gemeinsam den Fluch von New Eden brachen und den Albtraum besiegten. Ja. Das war Benishas Ghosts of New Eden und ich gebe zu, ich muss das Ganze jetzt erstmal ein bisschen verkraften. Also ich habe gerade mal 2 oder 3 Spiele gehabt, die mir wirklich so nah gegangen sind bei dem, was die, da erzählt wurde, dass ich hier echt mit Tränen in den Augen saß, aber das war jetzt wirklich heftig und da sage ich nicht nur wegen meiner Erkältung, sondern weil mir dann sowieso die Augen tränen, sondern weil es mich echt tief ergriffen hat, diese ganze Geschichte. Und irgendwie bin ich aber auch ein bisschen froh,
froh darüber, dass ich dieses Ende gewählt habe. Also sprich, dass sie aufsteigen darf. Weil, so wie die das erzählt haben, ein Ende, muss ich doch ganz ehrlich sagen, ist es dann zumindest doch noch ein gutes Ende geworden. Ich weiß nicht, wie die anderen Enden sind. Es gibt wohl mehrere Enden. Ich denke mal, dass man wohl ein Ende hat, ja, wie dieses hier, dass sie aufsteigen kann. Ein Ende eventuell, dass sie verbannt wird. Ich weiß nicht, hatten wir die Auswahl auch? Ich glaube, wir hatten nur zwei zur Auswahl, ne? Ja, und das andere Ende wird wahrscheinlich dann sein, dass man, ich weiß aber nicht, ob erfolgreich oder nicht, sie wieder vom Tod zurückholen kann. Ist sie dann die gleiche? Ist es dann Friedhof der Kuscheltiere? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr drüber wisst. Ich werde auf jeden Fall auch mal schauen, weil es mich jetzt echt mal interessiert. Ich werde mal bei anderen YouTubern gucken, die tatsächlich schon zu Ende gespielt haben, was die da jetzt haben. Weil es ist jetzt immer noch März und das Spiel ist jetzt noch nicht so lange raus, wenn ich mich richtig erinnere. Und naja, es hat halt noch nicht jeder durchgespielt. Aber es gibt sicher irgendwo auch noch Teile, wo die am Stück durchgespielt worden sind. Oder in 2, 3 Videos, sage ich jetzt mal. Puh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr, sehr stark bewegt, weil ich auch die ganze Zeit halt an meinen Freund gedacht habe während der ganzen Sache. Was hätte ich getan, wenn es ihn betroffen hätte? Ich bin ja eigentlich immer sehr egoistisch, was das betrifft. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ja von Anfang an immer wieder gesagt, das ist dunkelste Nekromantie, jemanden wieder zurückzuholen. Und man weiß nie, was daraus wird. Nicht erst seit Buffy, wo sie dann wieder zurückgekommen ist und nicht mehr so ganz sie selbst war, haben die zumindest alle gedacht. Friedhof der Kuscheltiere etc. etc. Sowas kann eigentlich nie oder fast nie gut ausgehen. Deswegen bin ich schon sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Und so blöd es auch klingt, es ist so, dass irgendwann der Schmerz nicht geht, aber kleiner wird. Und er wird bis auf ein gewisses Maß erträglich. Er ist immer im Hintergrund. Man kann ihn nicht abstellen, aber er wird bis auf ein gewisses Maß erträglich. Und so wie ich es verstanden habe, hat er dann wohl auch selber noch eine neue Frau gefunden? Fragezeichen. Also ich habe es so verstanden, weil er, oder doch, er hat es seinen Kindern erzählt, haben die, glaube ich, am Ende gesagt. Nur oder seinen Enkelkindern, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich sehr froh über meine Entscheidung und ich denke, dass das doch ein gutes Ende gewesen ist, was wir letztendlich bekommen haben. Ich hatte echt Zweifel, weil ich nicht wusste, ob wir jetzt wirklich genug Leute zum Himmel geschickt haben. Aber doch, ich bin da echt froh drüber. Ich denke mal, dass ich auch die letzte Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, in 2 Teile geteilt habe, damit es nicht ganz so lange wird. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Story sagt. Hättet ihr euch genauso entschieden? Hättet ihr euch anders entschieden? Seid ihr froh, wie das Ende letztendlich ausgegangen ist? Also war es für euch ein gutes Ende? Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Also ich gebe auch zu, dass ich hier gerade ein bisschen geheult habe bei den letzten Szenen. Deswegen will ich auch nicht lange drum herum reden. Ich kann nur sagen, es ist ein absolut geiles Spiel. Ich hoffe, dass ich genug Zeit haben werde, dass ich auch noch die Nebenquests machen kann, weil da hängen auch noch mal mindestens, ich glaube, 10, 15 Stunden drin. Ich habe es mal irgendwo gelesen. Also das ungefähr 40 Stunden hatten die wohl angesagt oder 40, 50 Stunden für die Hauptquest. Und dann entsprechend die Nebenquests auch noch irgendwie, ich glaube, 20 Stunden, vielleicht auch 30 Stunden, ich weiß es nicht mehr, angesetzt sind. Es ist auf jeden Fall noch eine Menge. Ihr habt ja gesehen, was wir da alles noch offen haben. Und ehrlich gesagt, ich würde es auch gerne nochmal machen. Ich muss wahrscheinlich den letzten Speicherstand dann dazu nehmen. Ich weiß es nicht, vielleicht kann man auch ein neues Spiel machen. Wenn man ein neues Spiel machen kann, dann werden wir das gleich nochmal sehen. Wenn wir gleich nichts mehr sehen, dann, ja, gibt es kein neues Spiel. Da müssen wir tatsächlich vom letzten Speicherstand aus weitermachen. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich bedanke mich bei den Leuten, die wirklich diese tolle Story gemacht haben. Und ja, man hat sich halt mit vielen Fragen beschäftigt. Es ist viel Moralisches angesprochen worden während des ganzen Films, während des ganzen Spiels. Und ich habe irgendwas im Auge. Ich lese nur noch QA-Analyst jetzt hier in der Liste. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mal schauen, ob am Ende vom Abspann noch irgendwas kommt, was wir uns vielleicht noch angucken können oder so. Aber ich denke, eigentlich ist alles erzählt. Vielleicht gibt es noch einen Hinweis auf den zweiten Teil. Wer weiß?
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil das hat mir großen Spaß gemacht. Auch wenn es meine Hand sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Denkt dran, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Story gefunden habt, wie ihr das Ende gefunden habt. Und ja, mehr kann ich gerade nicht sagen. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.